Ja, Ausstellung Avers in der Gotischen Hauskapelle des Luftmuseums. Avers, was sagt der Titel und was ist hier zu sehen? Also Aves heißt das Lateinisch und heißt Vögel. Und zu sehen sind Taxidermie-Skulpturen von mir, also aus toten Vögeln in Form und Farbe dargestellt, also die Hüllen toter Vögel. Und das sind Collagen oder Konglomerate? Ja, beides. Also es ist nicht natürlich, weil Vögel sind in der Art eigentlich so nah nicht zu sehen in der Natur, außer bei Paarung im Kampf oder in der Nestpflege. Also ich schaue schon, dass die Vögel, also die Form und Farbe, die Natur uns gibt, diese Schönheit zueinander passt und dass wir können ja Vögel nur so nah betrachten, wenn sie in Käfighaltung sind oder eben im toten Zustand. Und die ersten Präparate, also eigentlich der wissenschaftlichen Ornithologie, sind die Menschen nicht vor Ort, also gegangen und nach draußen in die Natur, sondern haben tatsächlich Präparate erstellt und haben die versucht, die Vögel so zu verstehen. Und so entstanden eigentlich die ersten wissenschaftlichen Präparate. Die ganze Arbeit, also wir bekommen dann einen toten Vogel, der verstorben ist, von einem Präparator, oder der hat es ja dann wieder von Züchtern, also es sind alle beringt und es ist nichts aus der Natur entnommen. Und es stellt sich halt einfach die Frage, wenn man diese Arbeit macht, ist der Balg, so nennt man Haut und Federn eines Vogels, ist das die Hülle, ist das der Vogel, oder was haben wir da eigentlich vor uns, wie kann man das bewerten, dann die ganze Beziehungsgefüge zwischen Mensch und Tier, wenn man so ein Material verwendet, das ist ja ganz viel Inhalt, und wenn man diese Arbeiten sieht, dann versteht man vielleicht durch diese neue Form nicht ganz, was man vor sich hat. Und man denkt, das sind vielleicht Collage aus verschiedenen Federn oder der Natur nachgebildet. Und sie sind ja wunderschön. Und diese ästhetische Ebene, die man da begreift, und erst beim näheren Hinsehen versteht man erst, dass das ein Individuum ist oder mehrere, die da aneinander gefügt in wunderschöner Form dargestellt sind. Also das ist nicht leicht, das ist ein sehr starke Gefühle, die einem entgeben, also mit denen man arbeiten muss, weil man ja auch Abscheu empfindet und Ekel und Betroffenheit gegenüber den Tieren, und das ist ganz wichtig, weil ich denke, in der Kunst, es muss nicht schön sein, es darf auch mal wehtun, weil nur dann kann man vielleicht in der heutigen Zeit noch was bewirken in einem Menschen, und man vergisst es nicht so leicht. Und hier ist es in einem ehemaligen kirchlichen Sakralraum. Das ist was Besonderes. Es ist eine Ehre, weil so einen Raum bespielen zu dürfen mit eben genau diesen Arbeiten, das gibt diesen Arbeiten auch nochmal diese Würde zurück, weil es diese sakralen Räume, und dann findet man halt den Tod vor. Und für mich ist Tod eigentlich eine Bereicherung insofern, weil das halt unser Leben, also man hat einfach Lust aufs Leben, wenn man weiß, es ist nicht endlich. Danke.